Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwestern im Islam und auch herzlich willkommen alle Nicht-Muslime. Ich möchte heute über Jogi Löw und die Fußball-EM reden. Sicherlich, wenn ihr das Thema hört, denkt ihr, was hat das mit Islam zu tun? Was hat das mit der Dawa zu tun? Was hat das mit der Einladung zum Islam zu tun? Aber ich sage, das hat eine ganze Menge mit dem Islam zu tun. Denn wenn wir den Islam richtig verstehen, dann sehen wir, dass der Islam auf alles eine Antwort hat. Selbst wenn diese Antwort allgemein ist. Denn Allah sagt im Koran, وَكُلَّ شَيْءٍ فَسَّلْنَاهُ تَفْسِيلًا. Jede Sache haben wir klargelegt. Und er sagt an anderen Stellen, dass der Koran herabgesandt wurde, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, als Erläuterung für alles. Und so finden wir auch zu jeder Lebenssituation, sei es zum Fußball, sei es zum Boxen, sei es zum für einen Sprachkurs, für den Urlaub, wir finden für alles eine Weisheit. Und jetzt hatten wir gerade die Fußball-EM und wie es immer so ist bei Fußball-EM oder Fußball-WM, man beschäftigt sich halt mehr mit dem Sport und für mich war es wieder eine Erinnerung an vergangene Jahre. Im Jahre 1990 wurde Deutschland Fußballweltmeister und zur damaligen Zeit kann ich mich noch erinnern, da bin ich dann, ich war damals richtig patriotisch gewesen, dann sind wir dann danach mit der Deutschlandfahne, als Deutschland Weltmeister geworden ist, durch die Straßen gefahren und wir kamen uns vor wie die Größten, ja, und haben gehupt und so weiter. Und damals war es noch nicht so wie heute, wo schon nach dem Viertelfinalspiel alle Leute am Feiern sind. Das war schon etwas seltener. Aber auf jeden Fall, woran erinnert man sich? Man sagt sich, guck mal, 1990, da warst du 12 Jahre alt bei der Fußball-WM und jetzt bist du 33, fast 34 Jahre alt, inshallah. Guck mal, wie viele Jahre vergangen sind, 22 Jahre. Zur damaligen Zeit 1990 hat man immer von dem letzten WM-Finale geredet oder von dem letzten WM-Gewinn der Deutschen 1974 geredet. 16 Jahre. Für mich zur damaligen Zeit, wo ich 12 Jahre alt war, waren diese 16 Jahre eine Ewigkeit. Oh, ist das eine alte Zeit, wie lange das her ist, diese 16 Jahre. Aber jetzt sind 22 Jahre vergangen seit diesem Zeitpunkt. Und ich versuche mich jetzt in Jugendliche hineinzuversetzen, die jetzt genauso alt sind, wie ich beispielsweise 1990 gewesen bin, die jetzt 12 Jahre alt sind. Und wie die Welt, aus welcher Perspektive die das sehen. Und dann sieht man die ganzen Superstars von früher, wie zum Beispiel Bodo Ilkner, Lothar Matthäus, die Weltmeister geworden sind, die letzte Weltmeisterschaftsmannschaft. Und da sieht man auf einmal, wie alt die geworden sind. Ich habe jetzt den Briegel gesehen, das war ja auch ein super Spieler 1986. Und da sehe ich, der sieht aus wie ein alter Mann. Weiße Haare bekommen, das war früher der Hühne, der vom Zehnkampf, er war glaube ich Zehnkämpfer gewesen und hat dann erst sehr spät angefangen mit Fußball und ist dann Nationalspieler geworden, hat dann bei Hellas Verona gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin wie gesagt kein richtiger Fußballfan mehr, aber man interessiert sich dann. Da bin ich runter in den Keller gegangen und habe dort ein Buch gefunden von meinem Vater, die 1000 Weltfußballer. Und da habe ich diese Blätter mal umgeschlagen. Und dann siehst du das Geburtsdatum und dann siehst du bei manchen das Todesdatum. Dass der zum Beispiel 1960 gestorben ist. Das war der große Star in den 30er Jahren beispielsweise. Das war der große Star früher. Ich kenne seinen Namen gar nicht mehr. Was will ich hiermit sagen? Der Sport, und das ist mir auch damals beim Boxen aufgefallen, ist wie eine Zeitraffer des Lebens. Mit 10, 11, 12 bist du das Baby. Als Talent. Man sagt, oh, der hat Talent, das ist das Baby. Dann bist du erwachsen und dann mit 30, 32, 33 bist du schon ein Opa für Fußball und dann bist du in Rente gegangen. Und dann 10 Jahre später, wenn du nicht der absolute Superstar gewesen bist, kennt dich kein Mensch mehr. Was sagt uns das? Ich kann mich gut erinnern, damals in der Schule, als ich in der Schule war, in der Grundschule, da hatten wir immer Poesiealben und da mussten wir aufschreiben, was ist dein Traumberuf? Was war dein Traumberuf bei den meisten? Fußballprofi werden. Stimmt, da habe ich recht. Vielleicht kannst du dich auch daran erinnern. Fußballprofi. Ich kenne so viele, haben geschrieben, Fußballprofi werden. Dann fragst du dich, warum will der Fußballprofi werden?
Ich meine, wenn ihm Fußball Spaß macht, dann muss er nicht unbedingt Profi werden. Als Kind, das Geld ist auch nicht unbedingt das Problem. Der Fußballprofi wird auch nicht verehrt, weil er so viel Geld verdient, sondern weil er ein Star ist. Wir wollen ein Star werden und das ist normal. Ein Mensch, der will Anerkennung haben, ist noch gar normal. Ein Mensch, der will Geld haben, ein Mensch, der will die Dunja haben. Aber im Endeffekt zeigt einem dieses ganze Spiel, wie endlich das ist. Dass es für die Katze ist, die ganzen Stars von jetzt. Wie viele jetzt von den Jugendlichen, die jetzt vielleicht 16 Jahre alt sind, wie viele Spieler kennst du von 1974 von der WM-Mannschaft? Die großen Stars. Wer kennt die jetzt von der Jugend? Das war damals die Weltstars. Da kennt man zwei, drei Spieler. Ja, man kennt Franz Beckenbauer, man kennt Gerd Müller und Sepp Maier. So die meisten kennen. Ich kenne natürlich noch viele andere, weil ich auch etwas älter bin. Aber so ist das. Das heißt, am Ende sind das alles Namen in der Statistik. Und deswegen sollte das einem zu etwas anregen. Zu was sollte das einen anregen? Zum Nachdenken. Den wahren Sinn des Lebens zu finden. Ist der wahre Sinn des Lebens, dass du 5 Jahre ein Superstar bist und danach bist du 20 Jahre der Dummkopf? Jetzt schauen wir uns, jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Jogi Löw. Guck mal jetzt die EM an. Die ganze Zeit über, ich habe das so mitverfolgt, die ganze Zeit dieses, oh super, erstes Spiel Portugal, oh, sie haben Portugal geschlagen, Cristiano Ronaldo, oh, oh, die sind ja super, oh, Jogi Löw, der hat den Gomez reingesetzt, der hat das Tor schon, oh super. Holland, oh, der Jogi Löw hatte wieder ein super Händchen, hat den Gomez reingesetzt, er hat 2 Tore geschossen, oh, ah. Dann drittes Spiel, Dänemark. Oh ja, oh, der hat den Podolski reingesetzt, hat ein Tor geschossen. Dann nächstes Spiel, Griechenland. Oh, super, oh, das ist die beste Mannschaft, die wir seit langem hatten. Das ist die beste Mannschaft seit langer Zeit. Der Titel ist mal wieder fällig. Die Italiener werden geschlagen. Ganz Deutschland ist in Euphorie. Und dann auf einmal verlieren sie. Und plötzlich ist Jogi Löw. Der, ich will das Wort nicht nennen, was die meisten sagen würden, der Dummkopf der Nation. Alle sind auf ihn rumhacken, die ganze Welt. Das ist die Undankbarkeit der Dunja. Gestern warst du noch der Gewinner, morgen bist du der Verlierer. Du kannst nur Gewinner werden mit Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst nur Gewinner werden mit Allah. Heute bist du der Gewinner, morgen der Verlierer. Und ich kenne das vom Boxen. Glaub mir, Brüder, damals zum Beispiel, und auch für die Nicht-Muslime, die zuhören. Ich war deutscher Meister, Juniorenmeister damals gewesen im Jahre 1996. Im Jahre 1998, das ging es kurz vor, da stand das Abitur vor der Tür. Ja? Und ich musste mich auf das Abitur konzentrieren und da konnte ich nicht mehr so viel Leistung bringen. Weil wir waren auf einem relativ hohen Level. Wenn du in der deutschen Amateur-Nationalmannschaft boxst, das ist schon kein Wald- und Wiesen-Level mehr. Ja? Und die Leistungen haben nicht mehr so gestimmt. Plötzlich siehst du die Leute, die gestern noch nicht am Feiern sind, die auf die Schulter klopfen, siehst du so, wie sie die Hand geben. Gestern, oh ja, oh, können wir was für dich tun? Am nächsten Tag ist es so. Und genauso geht es jetzt den Fußballern, der deutschen Nationalmannschaft auch. Gestern bist du der Champ, morgen bist du der Verlierer. Und natürlich bei mir war es jetzt nicht so extrem gewesen wie in diesem Fall, weil die natürlich auch viel bekannter sind, weil viel mehr Hoffnung auf denen oder weil viel mehr Druck auf ihren Schultern ist. Aber das ist etwas sehr, sehr Schmerzliches. Und deswegen muss man sich wirklich Gedanken machen, auch für die Fußballer, vielleicht sieht das einer, was der wahre Sinn des Lebens ist. Ich habe Lukas Podolski im Jahre 2002 in Bergheim getroffen, auf der Hauptstraße gegenüber vom Bahnhof. Da kamen dann ein paar Brüder zu mir, das müsste 2002 oder 2003 gewesen sein. Da kamen Brüder zu mir und haben gesagt, hier, guck mal, der da, das ist ein guter Fußballer. Der war, glaube ich, damals, also es müsste 2002 oder 2003 gewesen sein, damals, aber da kannte ihn noch kein Mensch. Nur halt die Brüder, die dort in Bergheim gelebt haben. Der ist mit einem Tunesier dort, war der sehr gut befreundet, der Steve heißt, soweit ich weiß. Auf jeden Fall, und der Steve, ja, den nennen sie Steve, das ist ein Bekannter von meiner Schwester gewesen. Ja, und deswegen, ich kannte diese Clique damals und auf jeden Fall hat dann einer zu mir gesagt, das ist ein guter Fußballer, rede mal mit dem. Da habe ich Lukas Podolski gefragt, was ist der Sinn deines Lebens?
Ich weiß nicht, vielleicht war er 16, 17, ich weiß es echt nicht genau. Auf jeden Fall war er noch kein Star. Da hat er gesagt, mein Sinn des Lebens ist Fußballspieler werden. Da habe ich ihm eine Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, das ist schön. Und was kommt danach? Heißt das, wenn die Fußballkarriere vorbei ist, ist der Sinn deines Lebens vorbei? Hat das Leben keinen Sinn mehr? Danach habe ich ihn dann immer getroffen, wenn ich zur Universität gefahren bin. Da ist er damals noch mit dem Zug gefahren zum Training nach Köln. Dann hat man ihn dann dort abgeholt. Und ein Jahr später oder so war er dann auf einmal der Superstar gewesen. Ist also wirklich Fußballprofi geworden, ist in die Nationalmannschaft gekommen und so weiter. Aber jetzt, paar Jahre später, geht die Karriere schon langsam wahrscheinlich den Berg hinab. Und in spätestens 6, 7 Jahren definitiv ist es kurz vorm Ende. Und das geht alles ganz schnell. Und deswegen ist der Sport immer so ein Spiegelbild des Lebens. Du hast heute eine Verletzung im Fußball, morgen ist deine Karriere vorbei, dann bist du nur noch ein Name in der Liste. Der war mal ein guter Spieler. Wie der Tod. Kannst du dich noch an den Maximilian erinnern? Das war aber ein netter Kerl gewesen. Und deswegen, diese ganzen Sachen erinnern uns an den Tod und daran müssen wir uns erinnern. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Deswegen ist die Frage, was bereiten wir für den Tod vor? Dein Leben ist ein kurzer Moment. Dein Starsein ist ein kurzer Moment. Egal, ob du Jogi Löw heißt oder Bodo Ilkner heißt. Es gibt so viele Stars, die besser waren als die, die jetzt in der Nationalmannschaft sind. Ich kenne keinen Mensch mehr. Paul Steiner. Wer kennt noch Paul Steiner? Der war 1990 Nationalspieler. Wie hieß der eine Eder? 1986 Vize-Weltmeister von Bayern München. Wer kennt den noch? Keiner. Wen gab es da noch alles? Frank Mill. Kennt ihr nur einer? Das sind alles vergangene Namen. Die damals Superstars gewesen. Das heißt, das ist wirklich ein Spiegelbild des Lebens. Auch beim Boxen. Ja, und ich glaube, das ist ein Grund mit, wie mich das Boxen dazu gebracht hat, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Ich wollte immer der Superstar werden. Ja, das war mein Ziel. Olympia für Deutschland. Ich glaube, einmal haben wir ein Turnier in Alghero gehabt, in Italien. Auf Sardinien und da durfte ich die Deutsche, da war ich zusammen mit Jürgen Bremer dort gewesen. Und Jürgen Bremer hat damals Ricky Hatton, den Superstar aus England, hat er geschlagen dort im Viertelfinale. Und ich durfte die Deutschlandfahne tragen. Und dann kam die Deutsche, nee, National kam nicht, aber das war für mich voll die Ehre. Man wollte irgendwas erreichen, irgendwie der Superstar werden und so weiter. Und dann sehe ich auf einmal Leute, die mit mir zusammenboxen, wie zum Beispiel Thorsten Mai. Ist ein ganz netter Mensch, ja. Der war 1992 Olympiasieger in Barcelona gewesen. 1991 deutscher Meister geworden. Dann 1991 Weltmeister bei den Amateuren geworden. Und dann 1992 Olympiasieger in Barcelona. Wer kennt ihn heute noch? Du willst ein großer Star werden? Du willst diesen Ruhm haben? Aber das bringt dir gar nichts. Und das ist etwas, was mich wirklich dazu gebracht hat, darüber zu reflektieren, dass diese ganzen Sachen dir überhaupt nichts bringen. Du wirst irgendwann mit deiner Goldmedaille ins Grab gehen, die wird dir nichts bringen. Oder mit deinem Namen, den du hattest. Und deinen Namen kennt vielleicht keiner mehr. Wie viele Sportler sind gestorben, die großen Helden waren in Deutschland und auf einmal kennt sie kein Mensch mehr. Ja, dann die Undankbarkeit, wie eben, gestern bist du der große Star. Also, du hast den Menschen in ganz Deutschland so viel Freude gemacht, du hast ein Tor geschossen. Mario Gomez hat ein großes Tor geschossen. Dann auf einmal, ja, oh boah, der ist so steif, das war alles nur Glück gewesen. Diese Undankbarkeit. Ach, die Dankbarkeit erfährst du nur von Allah, deswegen ist das Shakur. Dass du etwas machst, ach, und alles, was du getan hast, steht noch da. Nicht, ja, okay, du hast damals das gemacht, aber spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Aber die schlechten Taten, die du gemacht hast, wenn du Tauba machst, Allah subhanahu wa ta'ala löscht sie alle aus. Aber hier bei den Menschen ist es andersrum. Die erinnern sich nur an die schlechten Taten. Die guten Taten, die du gemacht hast, die sind alle vergessen. Deswegen, das ist so wichtig, diese Husn Khatima. Dann hier, was haben wir noch? Medienhetze. Guck mal, was das für ein Mechanismus ist, wie die jetzt auf die Leute draufhauen. Ja? Die haben verloren. Ich meine, wir müssen mal ehrlich sein. Ich habe da kurz, einen Tag später, zufälligerweise, was heißt zufälligerweise, im Fernsehen gesehen, wie die eine Bundesligamannschaft gespielt hat.
wenn du das vergleichst mit dem, was bei der Europameisterschaft gesehen ist, du denkst, das ist eine alte Herrenmannschaft. Weil es ist ein hohes Niveau. Ich meine, da muss man erstmal jetzt vom Fußball, guck mal, ich bin kein großer Fußballfan, aber man muss erstmal dorthin kommen. Das schafft nicht jeder. In Deutschland gibt es so viele Leute, die wollen Fußballprofi werden, aber schafft nicht jeder, in die Nationalmannschaft zu kommen. So, dann kommt es auch immer auf die Tagesform an, wie beim Boxen. Ja, es kommt darauf an, wie die Mannschaften zueinander passen. Ja, als Beispiel, genau wie beim Boxen. Damals gab es diese vier großen Boxer. Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, ja, und Marvin Hagler. Die waren ungefähr zur selben Zeit die Superstars. So, Roberto Duran schrägt Sugar Ray Leonard. Schlägt Sugar Ray Leonard. Roberto Duran schlägt Sugar Ray Leonard. Thomas Hearns schlägt Roberto Duran und Sugar Ray Leonard schlägt Thomas Hearns. Und Marvin Hagler, der schlägt Thomas Hearns und der schlägt Roberto Duran, aber der verliert gegen Sugar Ray Leonard. Versteht? Es ist ein Weltklasse-Niveau und die Leute sind so undankbar und die wissen das auch gar nicht. Es geht mir jetzt nicht um, ich will jetzt nicht Fußball verteidigen. Ich will nur darüber reden, die Medien, die sind nicht nur gegen uns. Das ist so ein richtiger Scheitanverein, der die Leute irgendwie unglücklich machen will. Und das Einzige, was die den Menschen präsentieren können, sind Schändlichkeiten. Damit können die glücklich machen. Aber wenn die einen Psychoterror bei dem machen können, dann machen die es auch beim Fußballprofi. Ehrlich gesagt, das ist Wahnsinn, wie die auf diese Leute rumhacken. Ja? Und wo nichts gewürdigt wird, keine Leistung gewürdigt wird, wo nicht gesagt werden kann, ja okay, die haben einfach, die anderen waren einfach besser an dem Tag, die hatten eine schlechte Tagesform oder das hat ja auch immer viel mit Glück in Anführungsstrichen zu tun, ja. Dann erlebst du hier, genau wie in der Dauer, erlebst du auch die Schlauberger. In der Dauer, wir haben es auch immer mit Schlaubergern zu tun. Irgendjemand, der ein Außenstehender ist, ja, was ich hiermit sagen will, ist, das ist keine große Lehre, die große Lehre ist für uns das Jenseits. Aber was ich hiermit sagen will, ist, man sieht diesen Charakter der Menschen, der findet sich immer überall wieder. In der Dauer, irgendjemand schreibt uns an. Der hat kein Insiderwissen, der hat kein Hintergrundwissen, nichts. Zum Beispiel der Friedenskongress in Köln. Und schreibt jemand, ah, wie könnt ihr nur diesen Friedenskongress machen, jetzt wo es gerade diese Medienhetze gibt. Und da wird doch das wieder eskalieren und so weiter. Erstmal die Medienhetze, falls jemand mit den Füßen in der Steckdose am Schlafen ist, die Medienhetze, die gibt es schon seit der eiserne Vorhang gefallen ist. Ununterbrochen. Ja. So, zweite Sache, wie gehen wir gegen Medienhetze vor? Die Menschen haben im Allgemeinen eine Meinung. Die Meinung ist, bei den meisten, es gibt diese kleinen Splittergruppen, für die sind alle Muslime schlecht. Und es gibt die große breite Masse, für die ist der normale Muslim, der nichts praktiziert, der ist akzeptabel, aber der Muslim, der praktiziert, der ist gefährlich. Der ist unberechenbar, der könnte morgen schon vor deiner Currywurstbude mit der Bombe stehen und sich selber in die Luft jagen. Ja? So, das ist die allgemeine Meinung. So, wie verbessern wir diese Lage? Verbessern wir die Lage, indem wir uns jetzt zurücksetzen und sagen, ja, nee, wir reden mit keinem mehr. Nein, wir gehen raus und bei jedem Vortrag, wo wir hingehen, treffen wir mindestens eine Person, die sagt danach, meine Meinung hat sich heute verbessert. Aber es wird auch von den Muslimen, die Neid haben, falsch dargestellt. An diesem Tag kam eine Frau vom Pro-NRW und die hat sich ihre Meinung geändert. Dann die zweite Sache ist, diese Person erzählt, es kommt dort zu Schlägerei. Sie wissen gar nicht, was im Hintergrund alles geredet wurde. Deswegen sage ich auch zu den Brüdern und Schwestern, bevor ihr ein Urteil bildet, ihr wisst nicht, was es im Hintergrund für Gespräche gibt. Ihr habt viele Hintergrundinformationen nicht. Oder andere Leute, wie zum Beispiel damals diese Aktion mit dem Jungen in Mönchengladbach. Da ist jemand, wir machen einen öffentlichen Vortrag, du warst auch dabei gewesen, und da ist jemand die ganze Zeit am Rumschreien, sodass wir gar keinen Vortrag mehr machen können. So, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du brichst den Vortrag ab, dann hat er sein Ziel erreicht, oder du stopfst ihm den Mund. So, jetzt wenn du ihm den Mund stopfen willst, wie stopfst du den Mund, haust ihm eine rein, wird wahrscheinlich sehr negativ rüberkommen, oder du forderst ihn heraus. Andere Möglichkeiten hast du nicht so. Und das müssen auch einige Leute, die irgendwo
weit entfernt sitzen und dann ihren Senf dazugeben und sagen, der und der hat keine Hikma in der Dawa. Ja, Hikma in der Dawa, was heißt Hikma? Hikma heißt Weisheit, die richtige Sache an die richtige Stelle tun. Und von der Weisheit ist es zu wissen, dass man nicht alles weiß und insbesondere ist von der Weisheit, dass man weiß, dass man nicht über eine Sache urteilen kann, bei der man gar nicht dabei gewesen ist, wo es viele Hintergrundinformationen gibt, die man gar nicht kennt. So. Da sitzt er, sagt, der ist nicht weise. Die zweite Sache ist, es ist ein Unterschied, ob ich sage, jemand ist nicht weise oder ob ich sage, jemand hat in einer Sache nicht weise gehandelt. Denn wenn ich sage, der ist nicht weise, ist das ein absolutes Urteil über diese Person. Aber nicht weise gehandelt ist eine bestimmte Situation. Und jede Person hat Situationen, wo er nicht weise handelt. Es gibt keinen Menschen in der Dauer, der immer das richtige Wort für die richtige Person trifft. Das ist doch fast unmöglich. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn man einen Vortrag macht vor 100 Zuschauern, beispielsweise, du machst einen Vortrag, den einen, der kennt das Thema schon, für den ist das langweilig. Der andere, für den ist das Thema zu hoch. Der kapiert gar nicht, wovon du redest. Und der andere, der ist begeistert. Ich habe einmal einen Vortrag gemacht in Bayern in einer Moschee und vor mir waren nur Muslime. Oder ja, vielleicht war auch ein Nicht-Muslim dabei, aber natürlich, manchmal, ich bereite mich auf Vorträge vor, dann komme ich zu einer Halle und dann sehe ich, das passt gar nicht zum Publikum, die Leute brauchen was anderes. Ja, und dann habe ich einen Vortrag für Muslime gemacht. Und bei den Frauen saß eine nicht-muslimische Frau. Da kommt auf einmal mein Bruder zu mir und ist mich voll am Ausschimpfen. Ja, du redest hier über solche Themen, das hat dieser Frau gar nicht gefallen, man kann es nicht jedem recht machen. Der Schlüssel zum Misserfolg ist es, es jedem recht machen zu wollen. Du kannst es nicht jedem recht machen. Der Schlüssel zum Misserfolg ist es, es jedem recht machen zu wollen. Aber was will ich hiermit sagen? Ja, ich gehe zurück zu diesem Jungen, wir kommen zurück auf diese Geschichte. So, jetzt kommt er nach vorne, ich sage zu ihm, weiß Gott alles? Er sagt ja. Lügt Gott? Er sagt nein. Ich sage, ist Jesus Gott? Ja. Dann sage ich, okay, Jesus laut Markus 13, Vers 32 wurde gefragt, wann ist der jüngste Tag? Und er sagt, er weiß das nicht. Hat Jesus gelogen oder weiß er es nicht? Was sagt er? Er rennt voll in die Falle rein. Er sagt, ich weiß es nicht. Das ist ja gut, dann ist er auch nicht Gott, weil du hast eben gesagt, Gott weiß alles. Boom. So, jetzt will er das Mikrofon ergreifen. Ich weiß genau, was er will. Evangelikale Abteilung, er will jetzt seinen Schrott verbreiten. Der will nicht auf die Frage antworten. Versteht ihr, die Leute sitzen dort draußen und geben mein Urteil ab. Ach, das ist ein Unterschied, ob ich im Training einen Freistoß schieße oder ob ich im Spiel den Freistoß schieße. Ich kann im Training viele Standardsituationen, ich gebe das als Beispiel in der Fußball-EM, ich kann viele Standardsituationen einstudieren. Ich kann im Boxen, ich kann so viele Kombinationen einstudieren. Ja, der schlägt die rechte gerade, ich gehe rings runter und schlage links auf, als er bucken, komme oben wieder raus und schlage den Uppercut, ja. Das ist alles schöne Theorie. Im Kampf sieht die Sache immer anders aus.